Am Pressehaus kann man so zeigen, dass Potenzial und Realität also völlig diametral sich gegenüberstehen können. Wir haben im Radverkehrskonzept 2020 eine Radroute, die führt hier direkt zum Hauptbahnhof. Da gibt es einen Anschluss hier an Gutleutmatten. Und da wäre man dann quasi, wenn man hier wohnt, innerhalb von 3 Minuten am Bahnhof. Das hat hohe, ja genau, das hat, das steht drin im Radverkehrskonzept, das hat hohe Priorität, also das wäre Deluxe, aber es ist halt nicht da. Dann haben wir hier unglaublich viel Verkehrsfläche und das sieht man jetzt nicht hier so unbedingt, wenn man hier so steht, aber hier leben unglaublich viele Menschen, die auf Fuß- und Radverkehr und auf Öffis angewiesen sind. Und was mich halt sehr enttäuscht, ist auch, dass das hier, Gutleutmatten ist ja neu geplant und die Architektur, die Breite von den Straßen, die schlechte Querbarkeit, alle diese Fehler hat man einfach wiederholt und hat das wieder so gemacht. Keine Nahversorgung. Und für Fuß- und Radverkehr ist es einfach so, dass man jetzt mit diesen vorhandenen Flächen, die man hat, die müsste man einfach umverteilen. Das hier, finde ich, müsste Fahrradstraße sein und müsste an die Karl-Kistner-Straße angeschlossen sein. Und diese Pförtnerampel, die es da schon gibt, die müsste für eine Fußquerung und für die Radquerung hier von der Fahrradstraße genutzt werden. Hier haben wir die Kreuzung, die ist total auf Autoverkehr geplant. Es gibt ganz, 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 ganz wenig Platz für Fuß- und Radverkehr und der Radverkehr nimmt noch den letzten Rest von Platz vom Fußverkehr weg. Also hier an den drei Musketieren entlang gibt es kein Gehweg mehr. Es sind ganz gefährliche Situationen für Fußgänger und für Radfahrer. Da gibt es diese Angstweichen. Man hat eine doppelte Angstweiche für Radfahrer, also A, die Angstweiche mit der Rechtsabbiegerspur für die geradeausfahrenden und dann noch irgendwie so ein Stummelradweg auf der Linksabbiegerspur, wo man wieder Kampfradler sein muss, um dorthin zu kommen. Das ist einfach nicht tauglich. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn man sich einfach irgendwie einen anderen Weg in irgendeiner Parallelstraße suchen könnte, aber das kann man halt nicht. Die Kreuzung würde sich auch hervorragend zu einer Umgestaltung eignen, weil da hat man wirklich Platz. Also jetzt nicht kurzfristig, aber mittelfristig. Die hat auf drei von 4 Ästen hat die freilaufende Rechtsabbiegerspuren. Das heißt, da haben wir richtig viel Platz, da könnte man alles Mögliche machen. Und da unter der Brücke ist der Radweg 1 Meter schmal und der Fußweg ist 1,20 schmal. Das ist total unverantwortlich und was man da eben schnell machen könnte, ist, dass man da eben solche Pop-up-Bike-Lanes macht und den Fußweg wieder freigibt, nur für Fußgänger. Die Tramhaltestelle, die müsste man sehr viel besser anbinden. Also diese Fußwege, die sind höchst problematisch. Dann haben wir auf der anderen Seite haben wir eine Bushaltestelle, die ist gar nicht angebunden an die Tramhaltestelle. Da sehe ich regelmäßig Leute rüberrennen, quer über die Straße, immer hochgefährlich. Und doch eigentlich gesunder Menschenverstand, dass man im Fußverkehr und öffentlichen Nahverkehr zusammendenken muss.